stehe hier mit Wolfgang Bosbach, einer Ikone im Bereich der deutschen Politik, im Bereich des Bundestags. Sie haben einen Vortrag gehalten beim German Council of Shopping Centers zum Thema die Welt oder Deutschland in Zeiten der Digitalisierung und Globalisierung. Was haben Sie für Eindrücke? Wie hat sich Deutschland verändert und wie wird sich Deutschland noch weiter verändern? Das ist meine erste Frage und im Anschluss würde mich sofort interessieren, was es auch für den Handel bedeutet, den Sie ja auch so ein bisschen kennen. Schließlich waren Sie ja mal, ich glaube, Supermarktleiter in ja, ich glaube, vor mehreren Jahrzehnten. Herr Bosbach. Wie hat sich unser Land verändert bei politischer Betrachtung? Darum geht es ja im Moment. Genügt ein Blick in den Deutschen Bundestag. Wir haben heute 7 Parteien, 6 Fraktionen. Es ist Jahrzehnte her, dass wir das zum letzten Mal hatten. Also die gesellschaftlichen Entwicklungen und Veränderungen spiegeln sich wieder in der Parteienlandschaft und in der Zusammensetzung des Deutschen Bundestages. Die großen Volksparteien verlieren an Bindungswirkung. Klientelparteien haben dadurch Konjunktur. Aber das alles entscheiden ausschließlich die Wählerinnen und Wähler. Frage ist nur, ob das hohe Maß an politischer Stabilität in unserem Land erhalten bleibt oder ob das verloren geht. Wie sehen Sie konkret die Digitalisierung? Sie sind, haben Sie in Ihrem Vortrag gesagt, 45 Jahre offline gewesen. Ich weiß nicht genau, ob es jetzt 45 Jahre waren. Und was hat es dann mit Ihnen gemacht, als dann online dazukam? Wir haben eine geradezu revolutionäre Entwicklung im Bereich der Information und Kommunikation. Das betrifft unser privates, unser persönliches Verhalten. Wir haben 82 Millionen Einwohner, wir haben über 110 Millionen Mobilfunkverträge. Wir kommunizieren heute ganz anders als noch vor 15 oder 20 Jahren. Aber die größeren Auswirkungen für die Volkswirtschaft Bundesrepublik Deutschland liegen in der Digitalisierung, in den Themen Robotik, künstliche Intelligenz. Und während wir in den alten Industrien wirklich noch Weltklasse sind, bei den neuen Industrien laufen uns andere Länder schon seit vielen Jahren den Rang ab. Und die Veranstaltung heute hat ja auch gezeigt, der Handel kämpft, der klassische stationäre Handel kämpft, aber nicht gegen Onlinehandel, sondern man versucht Multichannel beides miteinander zu verbinden. Der stationäre Handel wird Veränderungen erfahren, auch erfahren müssen, wenn er sie am Markt behaupten will. Aber es hat keinen Zweck, gegen Modernisierung, gegen Digitalisierung oder Globalisierung anzutreten. Was glauben Sie, werden die allergrößten Herausforderungen in den kommenden Jahren sein, jetzt auch gerade mit Blick Richtung Handel? Ja, größten Herausforderungen werden sein, dass man in einer Welt, die sich völlig verändert, nicht an Dingen festhält, wo es nur eine Frage der Zeit ist, bis sich das radikal verändert. Wir sehen es ja, aber Amazon gehört heute zu den 3-4 größten Unternehmen der Welt. Aber Einkaufen ist eben mehr als nur die Deckung eines Bedarfs. Einkaufen beginnt ja mit dem Werben um den Kunden und attraktive Einkaufszentren, es betrifft die Umgebung. Aber noch wichtiger ist das Personal, noch wichtiger sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die beraten, die dem Kunden helfen und nicht überreden, sondern überzeugen, ein Produkt zu kaufen, dass der Kunde anschließend die Kaufentscheidung nicht bereut und möglichst treu bleibt. Herzlichen Dank.